Wir sind in Schweinfurt und haben heute eine besondere Markierte dabei. Sie hat nämlich noch kein Tattoo bisher. Warum eigentlich nicht? Hallo. Wie heißt du? Karina. Mit C oder mit K? Mit C. Und warum hast du kein Tattoo? Weil ich bisher noch für die Großprojekte kein Geld hatte. Und und ansonsten dachte ich mir, das wäre jetzt mal eine coole Idee und was Einzigartiges. Was für ein Großprojekt würdest du denn gerne machen? Ich will mir den gesamten Rücken als Sternbild tätowieren lassen. Ein Sternbild? Ja, so ein komplettes, so eine Galaxie. Und ja, da kommt es der Trekkie durch. In die Mitte kommt dann auch vulkanisch Live Long and Prosper, eben nicht ausgemalt. Du hast ja auch noch einen anderen Spruch hier draufstehen. Da unten, den kann man jetzt gerade nicht sehen. Das ist übrigens nochmal. Da kommt Don't Was? Stop Me Now auf den Fußrücken von Queen. Erklär das vielleicht auch mal kurz. Das kommt drauf einfach, weil ja, der Spruch halt mich nicht auf. Es geht weiter im Leben. Und du wurdest aber schon aufgehalten. Die Jungs, waren das Jungs eigentlich in der Schule oder wer hat dich da gemobbt? Alle haben dich gemobbt. Und was wollten die? Weißt du, hast du irgendeine Idee, was sie wollten? Sie fanden mich einfach kacke und dementsprechend ja. Haben sie dir das gezeigt? Ja. Was würdest du den Leuten raten? Jetzt bist du ja schon was älter und machst eine Ausbildung. Als was denn? Ich bin schon fertig. Ich bin Physiotherapeutin seit 6 Jahren mittlerweile. Was würdest du denn jetzt den Kids raten, wenn die, also ich meine, man kann ja auch nicht die ganze Zeit mit einer Kamera rumlaufen und wenn die Mobber oder Mobberinnen, die würden wahrscheinlich die Kamera immer noch wegnehmen. Also was würdest du raten, wie man sich da mit auseinandersetzen kann? Boah, das ist echt schwierig. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt jemandem raten würde, der in meiner Situation war oder ist. Einfach weitermachen, das Leben geht weiter und wenn man den Scheiß hinter sich lassen kann, dann geht's einfach nur bergauf und es kann nur besser werden. Deswegen habt ihr beim Frühstück auch gesungen, das Queen-Lied, ne? Genau. Don't Stop Me Now. Aber trotzdem mal, ich meine, das hat dich ja beeinflusst, dass du da geärgert und getriezt wurdest. Was hast du dir denn gedacht? Hast du dir mal überlegt, was sie wollen oder hast du einfach nur gesagt, ist mir egal, ich schalte jetzt ab? Also wie hast du das denn gemacht, als du da in der Situation warst? Ich habe nicht verstanden, was sie von mir wollen, weil ich, also nein, doch, ich wusste schon, sie wollten eigentlich, dass ich halt mehr mich dem Rest anpasse und das wollte ich halt nicht und dementsprechend, Ich verstehe, denkst du, das hätte was genützt? Also du hast ja gesagt, du mochtest du damals auch schon Mangas. Ja. Du mochtest Mangas und was noch? Was war noch anders sozusagen an dir? Ich hatte bunte Haare, ich bin mit Löckchen rumgelaufen, ich habe gezeichnet, ich hatte kurze Haare vor allem als Mädchen, ja, das war bei uns. Schon so eine Sache, die ich habe nicht geraucht, ich habe mich verweigert, ich wollte nicht rauchen. Wo war das denn? In welcher Region? Also Bayern, Nürnberg, an der Montessori-Schule übrigens. Also auch da geht's ab. Also es könnte sein, dass wenn man sich dann anpasst und so rumläuft, wie die anderen sich das vorstellen, dass das aufhören würde. Da habe ich nämlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht, aber das Problem ist, dann wird es jemand anderen treffen. Dann finden sie wieder jemanden neuen, der nicht so angepasst ist und ich dachte mir, okay, nee, ich bin diejenige, die es abbekommt, weil dafür werden andere dann in Ruhe gelassen. Wow, das ist ja eine christliche Einstellung. Na gut, hier ist auch eine christliche Region. Hessen, was würdest du machen, wenn du die ganze Zeit gemobbt wirst? Atheist. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe genau das gleiche Problem in der Schule gehabt, auch weil ich halt auch ein bisschen komisch war, weil ich so ein bisschen ungewöhnlich rumgelaufen bin. Einziger Gruppi auf dem Dorf und so weiter. Und aber ich weiß wirklich nicht, was man machen kann. Also, was haltet ihr davon? Die Schule und die Eltern reden jedes Mal miteinander, verfassen ein Protokoll und führen eine strenge Ansprache mit den mobbenden Kindern durch. Man kann mobbende Kinder einfach nicht kontrollieren, das ist das Problem. Ich glaube, die verstehen auch nicht das Problem, was am Ende quasi in den gemobbten Kindern entsteht. Glaubt ihr denn, dass sie vielleicht einfach empathiearm sind? Ich meine, das können ja nicht alles jetzt antisoziale Persönlichkeitsgestörte sein, also dass das irgendwas von der Gesellschaft mitgetragen ist, da drunter steckt? Nein, ich denke, in dem Alter verstehen viele Kinder noch nicht, dass das Mobben auch wirklich Auswirkungen auf die Betroffenen haben. Die haben nur das Gefühl, also die mobben jemanden, um sich besser zu fühlen. Also meistens wird es ja so gemacht, um sich selber aufzuwerten, mobbt man jemand anders. Und sie merken nur, sie kriegen ein gutes Gefühl davon und denken aber nicht darüber nach, dass dem anderen es wirklich schlecht geht und das noch lange nachhängt. Also es ist sozusagen die kurze Aufwertung, und das nicht weiterdenken von den Jüngeren. Also wenn die älter sind, denke ich mal, verstehen die, dass man das nicht mehr macht. Hast du denn mal irgendwas zu denen gesagt? So wie, warum macht ihr das? Oder hört doch mal auf? Ich habe die ganz oft gefragt. Ich habe denen das auch ganz oft mitgeteilt, dass ich das echt nicht gut finde, auch was das in mir macht und auch was ich für Gedanken dadurch habe. Aber das hat eigentlich keinen interessiert. Und ich habe es dann irgendwann aufgegeben einfach. Letzter Punkt. Du hast nicht mit deinen Eltern geredet. Warum?
weil sie nichts dran hätten ändern können an meiner Situation. Also ich hatte ganz oft das Angebot, dass ich ja die Schule wechseln kann, also von meinen Eltern, weil sie schon gemerkt haben, dass es mir nicht so gut geht, aber an einer anderen Schule wäre es mir halt ja im Prinzip zu 90% genauso gegangen, weil ich wusste ja, was bei meinen Mitschülern der Grund war, und es wäre an einer anderen Schule genau der gleiche Grund wieder gewesen. Und warum hast du dir gesagt, ich bleib dich hin? Also was hat dich da bei der Stange gehalten? Welcher innere Antrieb war das? Das ist eine gute Frage. Ich mag einfach, angepasst sein ist nicht so meins. Das ist einfach nur, ich habe beschlossen, will ich nicht sein. Und dementsprechend, ich gehe halt meinen Weg. Und ja. Bist du, wie du bist. Und jetzt im Nachhinein habe ich gehört, zwickst du selber Leute. Du reißt denen das Bindegewebe von den Muskeln. Warum? Nein, ich bin einfach nur Physiotherapeutin. Hast du nicht mal, du hast von Faszientherapie gesagt. Ja, ich werde gerade tätowiert und ich sage, es fühlt sich nicht schlimmer an wie Faszientherapie. Das ist eigentlich alles, was ich dazu. Das könnt ihr sehen, was aus gemobbten Kindern wird. Entweder tätowieren sie Leute, sodass sie Qualen erleiden, oder sie werden Physiotherapeuten. Und quälen andere Leute. Das ist das Ende vom Lied. Liebe Mobber, liebe Mobberinnen, unterlasst das bitte künftig. Jetzt. Nein, uns braucht man auch, das ist wichtig. Also mein Beruf stirbt definitiv nicht aus. Ich glaube, ich werde noch, dass ich ins Gras beiß, Arbeit haben. Sehr, sehr gut. Also dann hoffen wir, dass du sehr spät ins Gras beißt oder zumindest nicht zu einem Zeitpunkt, der sehr ungelegen ist. Und schauen uns mal an, was die Ines da bis jetzt Du wolltest, du wolltest ja eine fluffige, pelzige Fledermaus. Ich habe nichts gesehen. Warum? Ist ja egal. Müssen sich die Leute vorstellen. Warum ich eine pelzige Fledermaus ich habe vom Bund Naturschutz Nürnberg mal zusammen mit einer Freundin auf eine Rauhautfledermaus aufgepasst, weil die nicht mehr fliegen kann, Flügel gebrochen hat und auch so zusammengewachsen ist, dass er eben wirklich nicht mehr fliegen kann. Und deswegen ist es unser kleiner Gallier, fliegt nichts. Und deswegen wollte ich eine Fledermaus auf dem Knöchel. Aber Rauhaut hört sich gar nicht so flauschig an. Oh, das ist also Rauhaut, und natürlich die Schnauze ist halt rau, aber das Fell ist das weichste Fell, was ich je. Also ein Chinchilla-Kaninchen kann nicht. Kaninchen. Nein. Chinchilla-Kaninchen. Postet hier drunter, ob Fledermäuse. So wie Rauhaut-Fledermäuse. Oder Kaninchen flauschiger sind. Wen hast du da auf deinem Handy? Wer ist das? Das ist Fliegnix. Das ist die kleine Fledermaus, die deswegen quasi heute in etwas anders. In Tattoo-Form. Auf dir schwebt. Was macht sie da? Die kuschelt mit dir oder was macht sie? Ja, die sitzt auf meiner Hand und schlabbert gerade Wassertropfen von meinem Finger, weil sie hat gerade Wasser zum Trinken gekriegt. Schläft die auch auf deiner Hand? Nee, weil also schlafen tut sie entweder natürlich verkehrt herum, wie Fledermäuse das so machen, so hier auf der Brust ganz gerne. Wie, und wo hackt sie sich dann ein? In deine Haare oder in deinen Schal? Nee, hier einfach am Kleidungsstück. So. Die sitzt da einfach, klack, und fest. Sehr, sehr schön. Und ansonsten krabbeln die sehr viel durch die Gegend. Fledermäuse, ja. Die hat eine Fledermaus als Haustier. Was sagst du dazu? Super. Super. Bist du Fledermausfreund? Ich kenne jede Menge. Ich habe schon jede Menge gekauft. Aha. Warum? Ich habe als Sachdecker geschafft, wenn wir früher Kirchen die Blechumwandlungen oben vor die Spitzen weggemacht haben. Da sind sie rausgekommen. Und wo hat er sie dann hingetan? Einfach fliegen lassen. Fliegen lassen, wohin sie fliegen wollen. Was wollen wir machen? Schlau tun wir sie nicht. Nee. Die haben sie fliegen lassen. Ja. Die haben sie dann an Kirchenschiff oder sonst was zu kochen. Ja, klar. Sehr, sehr cool. Kümmert euch um Fledermäuse. So, deine Fledermaus schläft tags. Was Fledermäuse machen? Und nachts kuschelt sie mit dir? Genau. Manchmal auch tags, ne? Manchmal auch tagsüber. Also, die hat halt einen eigenen Raum, wo sie dann in der Nacht rumkraxeln kann. Und in der Nacht kann sie theoretisch auch übers Bett drüber kraxeln. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass ich sie erdrücke, aber bisher geht's eigentlich. Vielleicht kommt von deiner Fledermaus dieses Gerücht, dass man irgendwie im Laufe seines Lebens 8 Spinnen nachts verschluckt. Das ist in Wirklichkeit deine Fledermaus, die durch die Schlafzimmer der Leute rumkriecht und da mit ihren ganz zarten Haaren die Leute da in die Nase kitzelt. Manchmal wache ich dann in der Flug auf und habe dann hier oben so eine Fledermaus auf dem Kopf, aber... Das ist schon ganz cool. Also. Bei Drachenfliegen leicht gemacht, gibt es eine Prothese für die Flügel. Warum bei euch nicht? Weil der Flügel so kompliziert gebrochen ist, dass man, also wahrscheinlich müsste man es 3, 4, 5 Mal wieder brechen und neu zusammenschrauben. Und es hat einfach nur niemand gemacht und dementsprechend kann es halt auch keiner. Und deswegen ist es wahrscheinlich eher Tierquälerei, wenn man das machen würde, als wenn man es einfach so lässt. Was sagst du deinem Tinder-Date, wenn du das mit nach Hause nimmst und dann sagst du so, ja, heute Nacht könnte eine Fledermaus... Ich gebe einfach ein Foto und ein Video vorher, und wer ein Problem damit hat, der darf eh nicht rein. Also. Also du machst einfach eine kurze Einführung, so eine Anleitung und fertig. Ja. Dann kommt die Fledermaus vor. So, da seht ihr das. Vernünftige Menschen sagen genau, was sie wollen, wissen, was sie wollen, und
haben Fledermäuse zu Hause. Ah, jetzt kann man es sehen. Komm, Häschen, jetzt kann man es sehen. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Komm, wir sagen jetzt alle wirklich tschüss. Tschüss. Ja, wir machen doch noch weiter. Don't stop me now. Das Lebensmotto von deiner Mama und von dir eine Zeit lang. Ja, immer noch. Immer noch, kommt jetzt auf deinen Fuß. Und das ist dein ältester Tattoo-Wunsch, hast du gesagt. Ja, der existiert eigentlich ja schon mindestens 10, 11 Jahre. Wahlweise auch länger. Und ich wusste mal nicht, wie es aussehen soll. Und irgendwann dachte ich mir, hey, deine Handschrift sieht echt cool aus. Und ja, dementsprechend ist das jetzt so entstanden heute. Total abgefahren. Finde ich wirklich super. Manchmal fragen mich die Leute, ob ich das gruselig finde mit den Markierten, aber ich finde das überhaupt nicht gruselig. Ich finde das super, wenn hier sozusagen verschiedene Lebensfäden sich dann irgendwie so zusammenknüpfen und was Gutes draus entsteht, was Soziales. Ne? Ja, auf das jeden ist Fall. So. Ist doch so, oder? Sag doch auch mal was, Schatz. Mir macht das sowieso Spaß. Ja, mir macht das sowieso Spaß. Ja, man kann Leute so einfach glücklich machen. Ja. Stimmt. Ein Tattoo macht glücklich, ne? Manchmal, aktuell manche. Ja, und ich habe weniger Angst davor wie vor dem Zahnarzt, und das, obwohl es das Erste ist. Also. Der sieht auch schon sehr gut aus. So, jetzt aber wirklich Schluss. Tschüss. Komm, wir sagen aber tschüss. Tschüss. Guten Tag, wir sind in Schweinfurt. Welches Bundesland? Bayern. Bayern. Und hier gibt es Pizza-Leberkäse. Und ich wollte gerade noch Witze drüber machen, aber dann höre ich, das kennt ihr alle. Ja. Du auch? Ja. Was ist das, Pizza-Leberkäse? Fleischbrät mit Pizzabelag drin. Fleisch, okay, komm mal mit, komm mal mit. Kennt ihr Pizza-Leberkäse? Ja. Ja. Ihr kennt alle Pizza-Leberkäse? Ja, klar, natürlich. PKW oder LKW? Ja, das gibt's doch überhaupt nicht. Hast du schon mal Pizza-Leberkäse gegessen? Kennt ihr Pizza-Leberkäse? Ja. Ich bin mega geflasht. Wenn ihr auch mal Pizza-Leberkäse essen wollt, müsst ihr nach Schweinfurt fahren. Tschüss. Eine neue Kandidatin aus der Serie Ich studiere Bio wegen dem Marc. Ja. What? What? Ja, ich studiere Bio. Wie kommt's? Ich weiß nicht. Ich habe mich schon immer dafür interessiert und Medical Detectives war so ein großer Ansporn. Wie alt warst du da, als du das geguckt hast? 6 Jahre. Warum hast du mit 6 Medical Detectives geguckt? Weil ich es unglaublich interessant finde. Du hast dich ins Wohnzimmer hinter deinen Eltern geschlichen? Ja, wirklich? Nachts. Es war keiner mehr unten und ich habe mich runtergeschlichen und ja. Aber haben die nicht gemerkt, dass die Glotze an ist? Oder war das ein manchmal, Rechner? Manchmal, ja. Manchmal. Und dann? Naja, dann gab's Ärger, aber... Und wie finden Sie, dass du jetzt Bio studierst? Super. Also super, jetzt ist alles gut geworden. Ja, jetzt ist alles gut geworden. Also, wenn ihr selber mal Kinder habt, die Verbrechensserien gucken, solange sie von Spuren handeln, ist es gut, denn dann studieren die Kids später. Ja. Gut. Na, drück ich dir die Daumen. Dann vielen Dank. Dankeschön. Guten Tag, du warst neulich bei einer Leiche. Ja. Warum? Weil ich das beruflich mit dem Arzt zusammen mache. Wir machen die Leichenschauen. So, und du hast gesagt, durch mich hast du weniger Angst davor. Warum? Weil ich sie jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht sehe. Also was? Nicht mehr als Leiche, sondern als, ich sag's jetzt mal schlecht, als wissenschaftliches Objekt, aber ich find's interessant. Ja, und zuletzt ist etwas aus der Leiche herausgeflogen. Erzähl mal. Ja, das waren kleine schwarze Fliegen und das sah aus wie in dem Film The Green Mile, wenn er den so aussaugt. Und das war schon ziemlich groovy, ne? Das war groovy, das war merkwürdig. Und du hast gesagt, die anderen Leute, denen ist ein bisschen schlecht geworden dabei. Ja, die finden das nicht so prickelnd. Aber warum eigentlich? Also kannst du das nicht erklären, so, was es mit den Tieren auf sich hat oder so, dass du die, das Wissen ein bisschen weitergibst? Doch, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Es ist einfach die Tatsache, dass diese Orte meistens so bizarr sind und für die Leute einfach die Situation so surreal. Hat ein bisschen was von einem Horrorfilm. Muss es aber nicht. Kommt zu meinen Vorträgen, dann lernt ihr mehr dazu. Tschüss. Ines, es gibt eine Sache, mit der kann man mich weich kochen. Was ist das? Brezen, aber auch Manner. Brezen und Manner. Und wir haben das große Glück, wir haben hier einen Bäcker unter uns. Bist du Bäcker? Nein. Was bist du? Ich bin Kinderkrankenschwester. Du bist Kinderkrankenschwester, aber du bist Bäcker. Ich bin Bäcker und Taxifahrer, ja. Und Taxifahrer. Und du hast mir vegane Brezen mitgebracht. Was ist das Geheimnis? Also wie veganisiert man Brezen? Es scheint ja in Schwaben nur mit Schweineschmalz und sowas möglich zu sein. Also das sind jetzt original unterfränkische Brezen, die sind aber mit Margarine. Schweineschmalz ist normal oder dann die Butter. Und die hier sind vegan. Kannst du mal einen rausholen, gerade weil ich hier die Hände voll habe. Ich bin halt, damit könnt ihr mich also immer einen rausziehen, vielleicht mal rein. So sehen die aus, schmecken genauso gut, sehen genauso gut aus. Müssen die, ganz wichtig, bei euch in der Region, müssen die Ärmchen hier knusprig oder nicht knusprig sein, die kleinen? Die Breze verbindet beides, die knusprigen Ärmchen und den dicken Bauch, den man auch bestreichen kann mit Butter, Margarine oder was man möchte. Guten Appetit, Dankeschön, tschüss.
Leute, es wird immer geiler, es wird immer geiler. Erzähl's einfach selber. Du musst es selber erzählen. Wir haben unsere Gruppenmutti hat ein krankes Kind und für das Kind versteigern wir vom Marc Sachen und ich habe Marcs Unterhose ersteigert. Die trage ich heute noch. Die steht dir sehr, sehr gut. Also die steht dir wirklich geil. Das ist eine sehr korrekte Unterhose und für einen guten Zweck. Genau. Wie fühlst du dich damit? Was fühlst du, wenn du die trägst? Ich finde es super. Ich finde es auch super. Sehr bequem. Das ist ganz groß. Warte mal, noch irgendwie eine Pose, mal eine coole. So. Komm, wir stellen uns beide mal genauso. Stehen wir beide mal cool. So sieht's aus. Also, er steigert auch von mir viele schöne Gegenstände. Und dann fühlt ihr euch glücklich und macht andere glücklich. Genau, so sieht's aus bei den Markierten. Ja. Der Mond aus. Wie sieht der Mond aus? Nicht wie ein Keks. Und warum nicht hat er, wie ein Käse. Und warum hat er keine Pocken? Warum denken Leute, dass der Mond aussieht wie ein Käse? Ja, also da sind ja Krater drauf, aber wenn man die dann malt, dann sieht das halt häufiger aus wie Löcher. Und wenn du etwas Rundes mit Löchern malst, dann wird es ein Käse. So, und unser Bäcker und Taxifahrer, was machst du lieber, Bäcker oder Taxifahrer sein? Beides. Bäcker aus Leidenschaft und Taxifahrer beruflich. Ja, hat hier, ich krieg jetzt ein Tattoo, das ist angelehnt an meine Arschfledermaus, wo die Wolken hinter dem Mond erstaunlicherweise sind, ne? Genau, und das war die Inspiration des Ganzen. Da seht ihr, also mein Schrott-Tattoo war Inspiration. Und du hast im Kinderkrankenhaus auch schon erlebt, dass die Kinder und Eltern bei Vollmond komisch werden. Ja, definitiv. Warum? Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Im Kopf. Irgendwas Magisches. Irgendwas Magisches. Also, bei uns ist es auch magisch hier mit unseren Markierten, die jetzt einen Mond kriegen. Tschö! Die sind bei den Markierten, aber diesmal in Regenstauf. Regenstauf? Regenstauf? Regenstauf. Warum heißt das Regenstauf? Was bedeutet das? Irgendeine Staustufe? Weiß man nicht. Weißt du, warum es Regenstauf heißt? So, in Regenstauf ist der Amerikaner. Du kommst aus Leipzig, hast du gesagt. Ja. Und du bist nicht gewohnt, dass hier so riesige SUVs durch die Gegend fahren. Mm-mm. Panzer. Was kannst du? Was kannst du? Trabis und Ladas? Genau. Ja. Wirklich jetzt? Ohne Scheiß? Bist du schon so alt? Na, 30, aber 30. Noch. Du kennst das noch. Ja. Du lässt dir hier Expecto Patronum auftätowieren. Ja. Und eigentlich auch noch einen Raben dazu, weil der Rabe dich vor Unglück warnt. Wie kommt das? Ja, meine Uroma kommt aus so einem Zigeunervolk. Hat sie selber gesagt. Hat sie selber gesagt. Die Worte ihrer Oma, Zigeuner, hat die Oma selber gesagt. Genau. Und das waren ihre Lieblingstiere. Und seitdem sie nicht mehr auf dieser Welt ist, werde ich von irgendwelchen Raben besucht, wenn irgendwas ist. Also zum Beispiel, wenn du eine Stunde später halbtot umfällst. Hast du den Raben auch wahrgenommen? Ja. Wirklich? Ja, ich war im Zimmer, ich hab's gesehen. Ist ja abgefahren. Was hat der denn da gemacht, der Rabe? Rumgekeckert, oder? Das Fenster war offen zum Lüften und er ist einfach auf das Fensterbrett hat er sich gestellt und hat Theater geschlagen. Ist ja der absolute Wahnsinn. Kurz darauf musstest du ins Krankenhaus, weil du eine sehr, sehr schwere Erkrankung auf einmal gehabt hast. Was haben die Raben dir noch geholfen, vorherzusehen? Als mein Opa gestorben ist, wollten wir eigentlich nach Haus fahren, weil nicht abzusehen war, dass es ihm so schlecht geht. Und dann saß früh ein Rabe auf dem Fensterbrett und dann habe ich gesagt, wir sollten nicht fahren. Wir sollten ins Krankenhaus gucken, weil eigentlich war nur zu einer Routine-OP. Ja, und dann war es ganz gut, weil 3 Stunden später ist er gestorben. Verrückt, ne? Ja. Glaubst du das? Oder denkst du, dass deine Gattin, weil sie irgendwie so einen kulturellen Hintergrund für Aberglauben hat, sich das einbildet? Ja, zu sagen. Aber die Zufälle sind schon interessant. Es sind interessante Zufälle. Er äußert sich ganz vorsichtig. Ja. Will sich da nicht. Ich darf ja nicht sagen, dass ich irre bin. du glaubst, dass er da nicht richtig dran glaubt? Ja. Naja, ich glaube, er findet mich nur gruselig. Ach so, findest du das gruselig, Häschen? Nein. Hey, du kannst damit leben, dass Tiere irgendwie vor. Ich bin Agnostiker, ich halte vieles für möglich. Was bedeutet Agnostik? Das wissen manche nicht. Dass ich sage, wir sind als Menschen zu klein, um die Welt komplett zu verstehen und es gibt vieles, was wir nicht verstehen und somit ist es manchmal egal, ob es nun zum Beispiel Gott gibt oder nicht Gott gibt, das werden wir schon irgendwann erfahren oder nicht erfahren. Das ist halt so. Entspannte Einstellung. Wie was denkst du zu dieser ganzen Rabengeschichte? Hältst du das für möglich? Das ist ein Omen aus der Zwischenwelt. Ja, glaubst du das? Ja, irgendwie ja, schon. Glaubst ja. Das auch. Also mich hat noch kein Raube besucht. Das muss schon irgendwo der Draht da sein bei ihr. Hast du ein anderes Tier was oder ein anderes oder Wasser oder Wind, das was dich irgendwie beeinflusst? Das Meer. Das Meer? Ja, was ich liebe das Meer. Was macht das mit dir? Das berührt mich sehr. Aber was, welche Art berühren? Ja, die Weite, die Möglichkeiten, die Schicksale. Also das ist unheimlich viel, es bedeutet unheimlich viel Leben. Also ist sehr intensiv. Kriegst du jetzt auch ein Tattoo mit Wasser oder mit Meer? Oder was für ein Tattoo? Ich lasse mich überraschen. Du lässt dich überraschen? Ja. Hast du das gehört, Hessel? Ja.
Sie lässt sich überraschen. Aber du hast ja Ines auch noch gar nicht gesagt, was du möchtest. Nee, ich weiß es noch nicht. Wow. Aber warum willst du es dann ausgerechnet von der Ines und von mir haben, wenn es eine Überraschung ist? Ich bewundere einfach, was ihr macht, was ihr tut. Das ist, ja, das inspiriert mich auch. Dann werde ich dir künftig erscheinen, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Stehe ich auf deinem Balkon und mache Geräusche, ey. Das könnte passieren. So, das sind unsere Markierten auf Regens Tau. Was denkst du, was sie kriegen wird, Häschen? Ach, das weiß ich noch nicht. Wir können das mal ganz in Ruhe diskutieren. Manchmal kommt was Lustiges bei raus, wie eben der Eisvogel. Wie eben der Eisvogel. Der Eisvogel war auch spontan, da wusste sie auch nicht. Schaut nach im Video. Vogelauffangstation Regenstauf. Was glaubst du, was es werden wird mit wassertechnisch bei dir? Hast du einen Vorschlag? Keine Ahnung. Eine Toilette. Nee, bitte nicht. Keine Toilette. Auch kein Wasserhahn oder sowas. Das wäre zu profan, ne? Wasserhahn würde schon gehen. Naja. Schreibt hier drunter, was ihr glaubt, was es geworden ist. Achso, tschüss. Ihr müsst tschüss sagen noch. Tschüss. Wir sind in Regenstaub. Regenstaub. Und ihr seid von wo gekommen? Aus Wien. Ihr seid extra aus Wien gekommen. Ja. Warum? Weil wir das zum 30. Geburtstag geschenkt haben. Ja. Und weil du dich liebst. Und im Rabenhof-Theater in Wien gab es keine Karten. Gab es keine Karten mehr. Nein. Findet ihr das ein gutes Geburtstagsthema? Hitlers Schädel und Zähne? Also ist das super. Ist super, ja. Gut, es verbindet ja auch Österreich und Deutschland auf eine gruselige Art, so gesehen. Ja, seid ihr Fans von Kriminalbiologie? Oder was? Ja, die Julia. Ja, ich kenne alle Folgen, ja. Von Mental Detectives? Genau. Warum? Arbeitest du Schichtarbeit? Bist du Krankenschwester oder sowas? Nein. Ich bleibe nur lange auch. Ach so, warum? Extra wegen dir, ja. Ah, sweet. Also dann herzlich willkommen in Deutschland. Dankeschön. Und viel Spaß mit den Piefkes noch hier. Ne? Ja, danke schön. Baba. Weißt du, was Baba? Sag mal Baba. Ja, Baba. Baba. Ciao.